Ich erkläre, wie man die Signifikanz berechnet. Hier Beispiel SurveyMonkey. Also man gibt in Google einen P-Wert, ja, online Berechner, Online-Rechner, dann kriegt man sowas. Und das ist hier für die Schule. Also wer an der Uni ist, kann sich es auch anschauen, aber das ist jetzt hier so ein bisschen quick and dirty. Also Problem. Ich habe in der Klasse 8a, 8 von 28 sagen, sie gehen ganz gerne in die Schule, nehmen keine iPads. 8b, die sind mit iPads. 12 von 29 gehen gerne in die Schule. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Abweichung zufällig? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es? Haben wir echt was gefunden? Darum geht es dann immer bei der Auswertung einer Statistik. Das kann jetzt diese Webseite ausrechnen. Man gibt es einfach ein. Ja, Klasse 8a. Also 28 Leute, 8 stimmen zu, 29 Leute hier, Klasse B, 12 stimmen zu. Einseitiger Test, man kann auch die 95% anklicken und dann auf Berechnen und das ist der P-Wert. Das ist der Kern, den man interpretieren muss. Das Ergebnis hier steht schon mal, es ist nicht signifikant. Weiter geht's. Diese 0,15, das sind 15%, das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Abweichung 8 oder 12 rein zufällig entsteht. Also grundsätzlich hätten wir die gleiche Wahrscheinlichkeit, aber rein zufällig ist halt hier mehr wie dort. Andersrum, mit 85%iger Wahrscheinlichkeit haben wir irgendwas gefunden, müssen ja nicht an den iPads liegen. Und das ist jetzt für den Statistiker zu klein. Also wir hätten beim P-Wert gern 5%, nennt man dann signifikant. Bei 1%, das kann man hier anklicken, hochsignifikant, hier steht 10%, naja. Also das, manche nennen auch 10% Fehler signifikant, aber 15% ist auf alle Fälle mal zu grob. Ja, das ist das Ergebnis. Wenn ich größere Zahlen hätte, ja, also 280 statt 28, 80 statt 8, ja, einfach viel, viel mehr Kinder, dann hätte ich an der Stelle zwar die gleichen Wahrscheinlichkeiten, aber einen ganz anderen P-Wert. Ja, also es liegt immer so an dem N, an der Zahl der Befragten. Große Stichproben sind immer der Schlüssel dazu, aber natürlich aufwendig. Ja, fast über 500 Leute befragen, dann kennen wir uns aus. Und jetzt, also in dem Fall könnte man sagen, wären hochsignifikant. Wir wissen immer noch nicht, ob es am iPad liegt, aber wir sind echt was auf der Spur. Für so ein Schulprojekt gilt, wenn der P-Wert nicht gut genug ist, dann man muss ja immer die Ergebnisse irgendwo interpretieren. Dann schreibt man das rein, ja? Die Stichprobe war zu klein, Ergebnis nicht signifikant. Man begründet, warum man keine 1000 Leute befragt hat, ja, geht ja nicht Schulprojekt und man kann trotzdem etwas vermuten. Ich meine, 15% P-Wert, es gibt Schlimmeres. Also spricht doch irgendwie, naja, ich wäre vorsichtig natürlich, zwei Klassen sind eh immer unterschiedlich, iPads hin oder her. Okay. Nächstes. Wenn, nee, das hatten wir schon hier. Ich kann auch für so ein Schulprojekt meine Ergebnisse mit einer Statistik vergleichen, die ich recherchiert habe. Also ich recherchiere der Anteil der Lehrkräfte über 50, ja, und habe hier für Bayern habe ich 34%. Ungefähr ein Drittel der Lehrkräfte sind über 50. Und jetzt schaue ich mal an, also Bayern 34%, unsere Schule 23 von 92, wobei das völlig ausgedacht, nicht mal geschätzt, nur so für das Video. Ich habe keine Ahnung, wie wir alt drauf sind. So, und dann los geht's. Dann gebe ich hier, ist ein bisschen schmutzig, aber ich gebe hier 1000 und 3000, 10.000 und 3.400 ein, damit ich hier die 34% bekomme mit großen Zahlen, damit diese Webseite glaubt, die 34, die sind ziemlich fix. Schöner wäre es, wenn ich die Zahlen echt hätte, wenn ich jetzt da recherchieren könnte, wie viele Leute hatten diese große Statistik da befragt. Ja, dann wäre es sauber. Ein bisschen schmutzig hier. Und ja, also hier, eigentlich müsste man hier recherchieren, wie viel sind es dann in Bayern befragt worden. Gut. Und das ist mein Kollegium und dann habe ich ein signifikantes Ergebnis, in dem Fall der P-Wert. Das ist ein bisschen irritierend, dass der nicht kleiner irgendwas ist, sondern bei 97%. Liegt daran, dass die Website immer sagt, kleiner Wert ist negativ. Deswegen, ich tausche das jetzt einfach. Ja, dass der kleine Wert oben steht. Tauschen heißt, ich schreibe jetzt ganz Bayern unten hin und schreibe unsere Schule oben hin. Ja, nichts viel. Ja, und wieder berechnen einseitig. Und jetzt bekomme ich diesen P-Wert von ungefähr 2%. Ja, und jetzt kann ich sagen, es gibt eine signifikante Abweichung. Das Kollegium, das wir haben, ist signifikant anders wie das durchschnittsbayerische Kollegium. Gründe wissen wir nicht. Aber ein Ergebnis, das nicht zufällig ist. Okay, ja, noch diese Webseite, also was dahinter ist, sehen wir nicht. Also die ganzen Formeln. Schulmathematik ist jetzt, tut sich damit ein bisschen schwer. Eine Alternative ist die App, die heißt Probability Distributions. Die schaut so aus und die gibt es für Apple und Android. Und was hier mathematisch passiert, das kann man verstehen.
Und da möchte ich ein extra Video. Dann habe ich schon eins gemacht, da mache ich noch eins. Mit der Mathematik der Oberstufe versteht man genau diesen Fehler von 10%, den versteht man. Und damit kann man es dann auch versuchen. Das ist eben ein extra Video. Aber so dieses Quick and Dirty einfach hier reinhacken, ohne was zu verstehen, ist auch eine gewisse Methode.